Minuten. Und werte Kolleginnen und Kollegen, es wird Sie vielleicht verwundern, aber ich möchte auch bei diesem Tagesordnungspunkt mit einem sehr ernst gemeinten Lob und einem herzlichen Dank an fast alle Mitglieder des Landtags beginnen. Fast alle von uns haben Wahlkreis- und Bürgerbüros. Fast alle von uns sind dort im ständigen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Und ermöglicht wird das vor allem auch durch eine unglaublich engagierte Mitarbeiterschaft, denen ich an dieser Stelle mal herzlich Dank sagen möchte. In diesen Dank schließe ich ausdrücklich auch Mitarbeitende der Landesregierung und der Ministerien mit ein. Und warum mache ich das bei diesem Tagesordnungspunkt, wenn es um die zusätzliche Anzahl zum Beispiel von Staatssekretärinnen und Staatssekretären geht? Weil auf unsere Frage, für was man Staatssekretärinnen und Staatssekretäre in diesem Ausmaß denn benötigt, lautet die Antwort der Landesregierung: Bürgerinnen und Bürger wollen nicht mehr den Dialog mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern mit politisch verantwortlichen Staatssekretärinnen und Staatssekretären. Und diese Antwort wiederum, die ärgert uns, weil sie zeigt, dass sie nicht ehrlich waren bei der Beantwortung. Es geht nämlich nicht darum, Dialog und Beteiligung nach vorne zu bringen. Das können Sie im Alltag regelmäßig selber feststellen. Dort, wo Landespolitik im Dialog miteinander besprochen wird, zum Beispiel bei Elternabenden, haben Sie noch nie den Satz gehört, es wäre großartig, wenn jetzt noch ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin hier wäre. Sie werden es auch noch nicht erlebt haben, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, Corona-Maßnahmen durchzusetzen und in den Dialog auch mit Corona-Leugnern zu treten und Polizistinnen und Polizisten vor Ort sind, dass irgendjemand ruft, lassen Sie mich durch, ich bin Staatssekretär. Auch das passiert in der Realität nicht, werte Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb müssen wir die Frage, warum passiert in dieser Landesregierung das Aufblähen des Regierungsapparats, selber beantworten. 4-8-14, das ist nicht der Saisonverlauf des VfBs, sondern das ist die Anzahl der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre bei Kretschmann 1, 2 und 3. 4-8-14, ein Zuwachs von 250%. Und wir haben ja momentan alle Bundespolitik auch im Kopf. Wenn man da eine Parallele zieht zu den momentan laufenden Verhandlungen im Bund, dann kann ich Ihnen folgendes Zahlenbeispiel zeigen. Die Fraktion der Grünen und der CDU verfügen gemeinsam über 100 Abgeordnete hier im Landtag von Baden-Württemberg. Und sie haben 14 Staatssekretärinnen und Staatssekretäre eingesetzt. Wenn eine mögliche Ampelkoalition mit 413 Bundestagsabgeordneten genau dasselbe Schema anwenden würde im Bund, gäbe es im Bund 67 Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das wäre nicht der richtige Weg für dieses Land. Wir haben auch tatsächlich haben wir in den letzten Wochen aber auch etwas erlebt, über das wir uns gefreut haben. Und sehr geehrter Finanzminister, Sie haben da tatsächlich Licht ins Dunkel gebracht mit Ihrem Nachtragshaushalt. Der Nachtragshaushalt wird ja hier im Plenum beraten als Corona-Haushalt. Der sei notwendig, um Kreditermächtigungen aufnehmen zu können, dass wir dafür sorgen, dass wir gut durch die Pandemie kommen. Der Verlauf der weiteren Wochen hat gezeigt, das war nicht notwendig. Und die rechtliche Prüfung steht ja auch noch aus. Aber wofür der Nachtragshaushalt notwendig war, das war die Finanzierung der aufgeblähten Regierung. Und im Nachtragshaushalt steht nämlich auch eine Summe. Die haben wir hier nicht gefunden in dieser Vorlage. Aber im Nachtragshaushalt steht drin 10 Millionen Euro jährlich für zusätzliche Maßnahmen der Landesregierung, für ein zusätzliches Ministerium und für zusätzliche Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. 10 Millionen Euro jährlich, ich sage Ihnen, damit könnte man Sinnvolleres anfangen in diesem Land, werte Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es tatsächlich viel zu tun gibt in diesem Land. Dialog und Beteiligung sind tatsächlich ausgesprochen wichtige Themen. Und da sind wir uns, glaube ich, über Fraktionsgrenzen hinweg einig. Doch es lohnt sich auch in diesem Zusammenhang ein Blick in die Kommentierung unserer Landesverfassung. Da steht nämlich drin, für was man politische Staatssekretärinnen und Staatssekretäre einsetzen darf.
Von den 14 Staatssekretärinnen und Staatssekretären, die wir jetzt aktuell haben, sind 11 politische Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. In der Kommentierung zur Landesverfassung steht, die Aufgaben, die von diesen Personen übernommen werden dürfen, dürfen nur von geringer rechtlicher und politischer Tragweite sein. Nun haben Sie uns erklärt, Sie brauchen diese Staatssekretärinnen und Staatssekretäre vor allem für Dialog und Beteiligung. Die logische Konsequenz ist, aus Ihrer Sicht sind Dialog und Beteiligung nicht von politischer Tragweite. Das sehen wir ausdrücklich anders, werte Kolleginnen und Kollegen. Und nun könnte ich es mir noch sehr leicht machen, Ihnen den Bund der Steuerzahler zitieren, Ihnen die Presse zitieren, die im Mai einschlägig kommentiert hat. Aber eigentlich geht es hier um was anderes. Wir stellen also fest, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und ein zusätzliches Ministerium wurden von Ihnen eingesetzt, um das Regieren leichter zu machen, um den Koalitionsfrieden herzustellen. Es geht aber in dem Land nicht darum, sich das Regieren leicht zu machen, sondern es geht darum, gut und progressiv zu regieren. Das wünschen wir uns für den Bund und das hätten die Menschen in Baden-Württemberg auch verdient. Herzlichen Dank. Gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Deutschle? Ich bin mit der Rede leider fertig, Herr Präsident. Ja, Sie haben noch Redezeit. Okay. Ich darf für die Fraktion der Grünen dem Kollegen Uli Skerl das Wort erteilen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen.